Stunde. Die Fraktion der CDU-CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Freiheit statt Verbote, den mündigen Bürger stärken. Ich eröffne die Aussprache der Aktuellen Stunde und das Wort hat für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, was haben die meisten Ministerinnen und Minister der Ampelregierung gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie immer wieder Vorschläge machen, die darauf hinauslaufen, den Menschen etwas zu verbieten. Ob das in die Lebenswirklichkeit der Menschen passt oder nicht, sei dahingestellt. Und wir haben vor 2 Wochen ein neues Beispiel dieser Ampelverbotspolitik erlebt. Nämlich Minister Habeck hat vorgeschlagen, ab dem kommenden Jahr neue Ölheizungen, neue Gasheizungen zu verbieten. Und dieses Verbot stellt für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land enorme Herausforderungen dar. Und das in einer Zeit, in der die Menschen ohne dies hoch belastet sind. Für uns Christdemokraten gilt, wir sind für Klimaschutz. Und es gilt, auch Heizen muss Schritt für Schritt klimaneutral werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und viele Bürgerinnen und Bürger denken genau so. Sie sparen Energie, sie nutzen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, sie investieren in wärmegedämmte Fenster. Und sie tun dies aus Überzeugung und weil es sich lohnt, ohne Verbote. Und bei Neubauten ist die Wärmepumpe ohnehin schon längst die Regel. Und das ist gut so. Aber, meine Damen und Herren, das, was Sie jetzt vorhaben, sorgt bei den Menschen für eine völlige Verunsicherung und für Angst. Die Bürgeranfragen häufen sich Tag für Tag zu diesem Thema. Und ich frage Sie, ich frage den Minister, was sagen Sie denn dem 80-jährigen Rentnerehepaar, das sich bei mir gemeldet hat, das seit 50 Jahren in seinem Wohnhaus wohnt, das sie sich die beiden hart und mühsam erarbeitet haben? Und sie müssen ab dem kommenden Jahr Tag für Tag bangen, dass ihre Öl- oder Gasheizung nicht kaputt geht. Was sagen Sie denen? Das würde ich gerne mal wissen. Die meisten können sich einen Umstieg auf eine neue Heizungsform nicht einmal ebenso nebenbei leisten. Und das bei gestiegenen Preisen. Es ist für viele schlicht nicht machbar. Und was kommt hinzu? Und das wissen Sie. Gerade bei älteren Häusern sind ohne teure Sanierung oftmals Wärmepumpen gar nicht sinnvoll einsetzbar. Es bräuchte zunächst einmal eine Sanierung, die mitunter mehrere 10.000 Euro kostet. Und wenn man dann dennoch ohne die Sanierung eine Wärmepumpe einsetzt, dann kann dies einen enorm hohen Stromverbrauch zur Folge haben. Und bei dem heutigen Strommix macht auch dies unter Klimaschutzgesichtspunkten eigentlich kaum Sinn. Ich habe mich in der letzten Woche bei mir vor Ort in der Südpfalz mit der Handwerksinnung getroffen. Und die Leute aus der Praxis, die ganz genau wissen, was geht und was nicht geht, die haben noch einmal klargemacht, wir haben im Moment bei den Wärmepumpen extrem lange Lieferzeiten. Sie haben noch einmal klargemacht, sie kämpfen in dieser Branche besonders mit einem enorm hohen Fachkräftebedarf. Und deswegen, es ist kein Unwille, sondern es ist schlicht eine ganz realistische Betrachtung. Ihre Verbotspläne sind in dieser Form schlicht und ergreifend nicht umsetzbar, weder personell noch technisch. Sie wollen verbieten. Was ist unsere Alternative? Unsere Alternative, wir wollen ermöglichen. Und das ist der Unterschied. Wer sich entscheidet, eine neue Heizungsform zu installieren, der sollte dafür vom Staat gezielt unterstützt werden, so wie das seit vielen Jahren gängige Praxis ist. Aber jetzt schauen wir mal, was ist denn im letzten Jahr passiert? Sie haben die Prämie für den Heizungstausch gekürzt.
Das ist die Ampelrealität gewesen. Und nicht nur da haben Sie gekürzt, im Bereich energieeffizientes Bauen und Sanieren gab es alleine in meiner Region, der Südpfalz, im letzten Jahr einen Einbruch von 65%. Und das hängt nicht nur mit gestiegenen Baupreisen und Zinsen zusammen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass Sie im letzten Jahr ein Förderchaos veranstaltet haben und das die Menschen total verunsichert haben, auch an dieser Stelle. Klimaschutz benötigt gezielte, verlässliche Förderprogramme. Wir setzen auf gezieltes Fördern und weniger Verbieten. Und ich appelliere an Sie, lassen Sie auch Technologieoffenheit zu. Auch das fehlt in Ihren Plänen. Kurzum, Ihre Verbotspläne, meine Damen und Herren, die Verbotspläne der Ampel gehen an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Und deswegen sage ich Ihnen, beenden Sie diese Verbotspolitik. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Timon Kremmels. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Gebhardt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, das nenne ich mal einem Timing, an dem Tag, wo das Bundesumweltamt darlegt, dass wir eine Zielverfehlung haben im Verkehrssektor, auch im Bereich des Gebäudes unter anderem, machen Sie so eine Aktuelle Stunde hier. Und zwar erreichen wir unsere Klimaschutzziele nicht. Das waren die Klimaschutzziele, die sich die Vorgängerregierung gegeben hat, an der Sie mit beteiligt waren. Diese Klimaschutzziele erreichen wir aktuell nicht. Und Sie sagen, das ist der beste Beleg, dass es ausschließlich mit Förderprogrammen nicht geht. Die brauchen wir auch, aber wir brauchen auch Ordnungsrecht und wir brauchen auch ordentliche Beratung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben im Gebäudesektor viel erreicht. Da sind wir Gott sei Dank nur eine kleine Zielverfehlung bei den aktuellen Zahlen des Bundesumweltamts haben wir erreicht. Da hat unsere Bundesbauministerin Clara Geiwitz eine sehr gute Politik gemacht. Da kann sich der Kollege Wissing noch eine Scheibe von abschneiden. Aber wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber was jetzt auch klar sein muss am heutigen Tag, ist doch, dass wir auch im Gebäudebereich voranschreiten müssen. Und da ist das neue Gebäudeenergiegesetz genau der richtige Weg. Wir müssen etwas tun. Wenn wir 2045 klimaneutral werden müssen und eine Heizung eine Lebensdauer von 20 Jahren hat, müssen wir jetzt was tun. Und es ist nicht so, Herr Dr. Gebhardt, dass ab 2024 alle Heizungen ausgebaut werden müssen, was Sie suggerieren. Sondern es geht darum, sondern es geht darum, dass neue Heizungen, die eingebaut werden müssen, zu 65% erneuerbaren Energieanteil haben. Das ist doch der Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gibt verschiedene, und deswegen ist es auch technologieoffen. Sie haben nicht den aktuellen Gesetzentwurf. Es ist ganz klar technologieoffen. Wir nennen das gleichberechtigte Erfüllungsoption. Da gibt es für den Neubau Anschluss an ein Wärmenetz. Da gibt es die E-Wärmepumpe. Da gibt es den Einbau von Stromdirektheizungen. Für den Bestand haben wir auch die Biomasse mit dabei. Wir haben Pufferspeicher mit Photovoltaik dabei. Wir haben da auch den Wasserstoff dabei. Und wir haben die Solarthermie dabei. Also es gibt doch Erfüllungsoption, meine sehr verehrten Damen und Herren. Suggerieren Sie doch nicht den Menschen, dass sozusagen morgen alle ihre Heizung rausgerissen wird. Und wir haben auch lange Übergangsphasen vorgesehen. Es ist doch genau so, dass wenn perspektivisch in meinem Viertel demnächst ein Nahwärmenetz oder ein Fernwärmenetz gebaut wird, habe ich bis zu 10 Jahre Übergangsfrist. Und wenn ich als Mieter noch eine Gasetagenheizung habe, habe ich auch 5 Jahre Übergangsfrist, wenn es dort die Heizung umgestellt werden soll. Wir schützen die Mieterinnen und Mieter, indem festgestellt wird, dass es keinen höheren Tarif geben darf als den Grundversorgertarif. Auch da gibt es Schutz der Mieterinnen und Mieter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für alle, die jetzt Sorgen haben, wir werden dafür sorgen, dass es nicht nur Ordnungsrecht, nicht nur Beratung gibt, sondern auch ordentliche Förderprogramme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es soll Direktzahlung geben, es soll Kredite geben, es soll stärkere steuerliche Förderung geben. All das werden wir erreichen und werden wir umsetzen. Da müssen wir jetzt noch Richtung auch Bundesregierung appellieren, dass diese Förderprogramme genauso technologieneutral sind, dass wir nicht nur ausschließlich die Wärmepumpe fühlen, sondern auch gleichberechtigt andere Erfüllungsoptionen
Das ist übrigens der richtige Weg, meine Damen und Herren, um auch die Energiewende im Gebäudesektor umzusetzen und die Menschen, die Mieterinnen und Mieter, die Eigentümer auch von kleinen Häuschen und auch ältere Ehepaare, die eben am Lebensabend sind, müssen sich keine Sorgen machen. Es wird hier keiner alleine gelassen. Wir stützen und federn das ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch es hat doch gerade im letzten Jahr mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt, dass Öl und Gas teuer sind auf lange Frist. Und wir wissen nicht, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Deswegen ist es doch jetzt schlau, stufenweise auf erneuerbare Energien im Wärmebereich umzusatteln. Das ist doch langfristig für alle Mieterinnen und Mieter, für alle Eigentümer der richtige Weg, um sich von Energieschocks nicht betroffen zu sein. Langfristig ist erneuerbare Energie im Wärmebereich, im Gebäudebereich der beste Schutz vor steigenden Nebenkosten. Und da steht diese Ampelregierung für. Wir werden, wenn dieser Gesetzentwurf eingebracht ist, weil bis jetzt gibt es, ist er ja erst noch nicht mal durchs Kabinett, noch viele Möglichkeiten, auch als selbstbewusste Parlamentarier danach zu schärfen, weil auch ich sage Ihnen ganz deutlich, bevor wir jetzt 30 Jahre alte Heizungen rausbauen, Öl- und Gasheizungen, die man, das steht ja auch im Gesetzentwurf drin, auch nachbessern kann mit effizienten Pumpen, Heizungspumpen, bevor wir die rausreißen, die Facharbeiter, die Handwerker, möchte ich zunächst für den Neubau nutzen, weil auch da sind die Kapazitäten eng. Und ein letztes Wort, Frau Präsidentin. Ich möchte, dass, wenn wir auf Wärmepumpen setzen, möglichst viele dieser Wärmepumpen made in Germany sind. Die Wertschöpfung der Energiewende auch im Gebäudebereich muss in Deutschland verankert sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alles Gute, Glück auf. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Carsten Hilse. Ja, das Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, schaut man von außen auf dieses Land, dann traut man seinen Augen nicht. Das Land, das die ungezügelte freie Marktwirtschaft mit Hilfe der Ideen und dem tatkräftigen Anpacken des großen Ludwig Erhards und seiner Mitstreiter in eine soziale und freie Marktwirtschaft umgewandelt hat, ist nun auf dem schnellsten Wege, dieses extrem erfolgreiche Wirtschaftsmodell in eine ungebremste Planwirtschaft, in eine Zwangswirtschaft zurückzubauen. Das Modell der sozialen und freien Marktwirtschaft, welches von den Deutschen mit ungeheurem Fleiß, großer Tatkraft, brillanten Ideen und hervorragender Bildung aus der Erfindungskraft wuchs, in Wohlstand für alle umgesetzt wurde und von den Früchten nicht nur wir, sondern auch halb Europa, die ganze EU in hohem Maße bis heute profitieren, dieses extrem erfolgreiche Wirtschaftsmodell wollen Sie nun entweder direkt oder über den Umweg des undemokratischen Molochs EU in eine Zwangsplanwirtschaft umwandeln. Einhergehend mit Enteignungen und der Verelendung des deutschen Volkes. Ein untrügliches Zeichen, dass Sozialisten und Kommunisten Hand in Hand das nächste sozialistische Experiment starten, wohlwissend, dass alle Experimente von Sozialisten zur Katastrophe wurden, egal ob sie sich braun, rot oder bunt angemalt haben. Sie treten damit nicht nur die Arbeitsleistung unserer Vorfahren mit Füßen, sie trampeln auch noch in unerhörter Weise auf den Gräbern der Opfer aller sozialistischen Diktaturen herum. Um zu verschleiern, dass hier ein Umbau hin zu einer sozialistischen Gesellschaft im Gange ist, ist, in der den Deutschen der Traum vom eigenen Auto und der Traum vom eigenen Haus genommen werden soll, werden wohlklingende und irreführende Begriffe etabliert wie große Transformation und Great Reset. Als verlogene Vorwände für diesen Umbau dienen der sogenannte Klimaschutz und hin und wieder die Gesundheit. Die Mittel dazu heißen Verbote, Zwänge, Planvorgaben und Strafen. Um die Verbote nicht direkt erlassen zu müssen, haben sich die grünen Kommunisten hier auf der linken Seite und natürlich auch die linken und grünen Spinner, die leider im Moment in der CDU noch das Zepter schwingen, hoffentlich nicht mehr allzu lange, zunächst die Garrotte der Grenzwertverschärfungen ausgeheckt, die so lange angezogen, die Grenzwerte abgesenkt werden, bis den Herstellern im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht. Erst werden sie zur Einhaltung frei erfundener Grenzwerte von CO2 und Stickoxidemissionen beim Automobil gezwungen, um dann schlussendlich per Verbot des Verbrennermotors die Automobilindustrie ihr quasi den Garaus zu machen. Als Begründung dafür wird den Menschen tagtäglich eingeredet, dass eine Klimaerwärmungskatastrophe droht, für die allein die menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich seien. Tausende Wissenschaftler weltweit widersprechen dieser These.
Die vermeintlich drohende Klimaerwärmungskatastrophe ist auch die Begründung für die jüngsten totalitären Ideen des Wirtschaftszerstörungsministers. Der lässt derzeit an Gesetzen schreiben, die mal eben die Verbrennerheizungen verbieten. Er nennt es zwar anders, aber das ist es, was er bezweckt. Viele Millionen Haushalte sollen gezwungen werden, ihre intakten Gas- oder Ölheizungen auf den Müll zu werfen und stattdessen unrentable Wärmepumpen zu installieren, die es nicht in ausreichender Zahl gibt, wenn es sie gäbe, von den Leuten nicht bezahlt werden können und für die der Strom nicht sicher und schon gar nicht bezahlbar zur Verfügung steht. Man fasst sich an den Kopf, welch krankes Hirn denkt sich so etwas aus. Wie dreist muss man sein, um diese vernichtenden Gedanken mit aufgesetzter Unschuldsmiene unters Volk zu bringen? Und wieder ist die Begründung dafür die vermeintlich drohende Klimakatastrophe. Aber es geht noch schlimmer. Es geht noch menschenverachtender, es geht noch freiheitsverachtender. Die EU-Kommission will Millionen von älteren Häusern für unbewohnbar erklären, wenn die Besitzer sie nicht bis 2035 mit umweltschädlicher Wärmedämmung zupappen und dadurch einen frei erfundenen Grenzwert überschreiten. Ältere Häuser, in denen Generationen von fleißigen Bürgern geboren, aufgewachsen und gestorben sind, die sie errichtet, erneuert und vor allem mit ihrem Fleiß, ihrer Hände Arbeit bezahlt haben, ich weiß, Hände Arbeit ist für Sie eher ein Fremdwort, die sollen jetzt kalt enteignet werden. Die Begründung auch für diesen Generalangriff auf das eigene Volk, die vermeintlich drohende Klimaerwärmungskatastrophe. Wie skrupellos muss man sein, um all das zu tun? Wie krank muss man sein, um all das zu wollen? Wie dumm, vielleicht auch nur opportunistisch, muss man sein, um das alles abzunicken und umzusetzen? Liebe Landsleute, wacht endlich auf, befreit euch als mündige Bürger von diesen Tyrannen raus aus der freiheitsfeindlichen und demokratieverachtenden EU-DSSR mit all ihren korrupten Kommissaren, raus aus der irrwitzigen und freiheitsvernichtenden Politik der Bundesregierung. Um mit Immanuel Kant zu schließen, bedient euch endlich eures Verstandes, um euch aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Wir stehen dafür an Ihrer Seite. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort der Kollege Bernhard Herrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben über Härtefall Notwendigkeit gesprochen von 80-Jährigen, von älteren Ehepaaren. Herr Gebhardt, ich frage Sie aber auch, was sagen Sie meiner 4 Monate alten Enkelin, die noch im Jahr 2100 auf dieser Erde leben will und soll und möchte? Neues Heizen dauerhaft bezahlbar mit erneuerbaren Energien, ein wirklich alle betreffendes Thema. Alle. Ganz plötzlich? Nein. Aber ein Thema, was bisher so sträflich vernachlässigt wurde, dass wir jetzt gerade beim Gebäudebestand alle Anstrengungen unternehmen müssen. Dabei auch als Staat viel Geld in die Hand nehmen und Förderung verstärken müssen, damit sich die Umstellung wirklich alle leisten können und wir nicht viel zu viele mit unbezahlbar werdenden fossilen Energiekosten zurücklassen. Es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer Energieversorgung mit großen Chancen für unser Handwerk, für unsere Industrie, für weniger Energieabhängigkeit und damit auch um ehrliche Antworten für langfristig bezahlbares Heizen. Umso tragischer sind die verbalen Ausfälle und Attacken mancher in der letzten Zeit in der Heizungsdebatte. Die letzten Wochen haben gezeigt, wenn einem der Sache nichts einfällt, wenn man an konstruktiven Lösungen kein Interesse hat, dann macht man sich's einfach und greift gern zum grünen Bashing. Man betreibt hier Desinformation, Panikmache und unnötige Verunsicherung der Menschen. Der Ernsthaftigkeit der Herausforderung wird die Debatte leider nicht gerecht. Und wenn Sie von CDU/CSU für die heutige Aktuelle Stunde den Titel Freiheit statt Verbote wählen, meinen Sie mit Freiheit den Erhalt des Status quo, den Erhalt fossiler Energieversorgung? Und wenn Sie von der Stärkung des mündigen Bürgers sprechen, meinen Sie damit eine Stärkung durch die Kostenfalle Öl- und Gasheizung? Damit verhöhnen Sie doch nur die völlig berechtigten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Sie betreiben hier Augenwischerei und verhindern ehrliche Debatten. Eine gute Zukunft unserer Wärmeversorgung gestalten wir nur mit einem Umstieg auf Erneuerbare. Die fossile Energieversorgung ist teuer, wird teuer sein und teurer werden. Das wissen Sie, Herr Gebhardt. Sie ist rückwärtsgewandt und überholt. Wasserstoff und E-Fuels werden in Zukunft sehr begrenzt verfügbar sein. Es ist völlig illusorisch, die Zukunft unseres Heizens in zig Millionen Wohnungen in diesen Technologien zu suchen.
Hier werden Scheindebatten geführt und Ammenmärchen verbreitet, während uns die Zeit für zukunftstaugliche Lösungen davonrast. Zur Klarstellung. Weil hier in den letzten Wochen einiges an Falschinformationen und stark verkürzt die Runde gemacht hat. Das Gesetz verpflichtet niemanden, eine funktionierende Heizungsanlage, ganz gleich ob Öl oder Gas, sofort ab 24 auszutauschen. Die Übergangszeiträume sind erklärt worden, sehr langfristig. Bestehende Heizungen können weiterhin betrieben werden. Kaputte Heizungen können natürlich repariert werden. Die Bundesregierung schafft damit keine Verbote. Wir sorgen für einen gestalteten Übergang von der fossilen in eine moderne, erneuerbare Wärmeversorgung. Und weil der Übergang für alle Menschen sozialverträglich sein muss und wir Überforderung gezielt vermeiden müssen, wird das Gesetz auskömmliche mehrjährige Übergangsfristen, Ausnahmen und Härtefallregelungen vorsehen, auch beim Einbau neuer Heizungen. Und wir führen Regelungen zum Schutz der Mietenden ein. Fehlinvestitionen von Vermietenden dürfen nicht über horrende Betriebskosten auf Mietende verlagert werden. Und weil es uns gerade eben nicht um Ideologie geht, sondern um die Sicherung unserer Wärmeversorgung, werden die Bürgerinnen und Bürger beim Umstieg die Wahl haben zwischen verschiedener Technik. Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische Wärmepumpen, Stromdirektheizung, Biomasseheizung und ja, auch Hybridheizungen mit Anteil von Gas und Öl. Dieses etwas sperrige und technisch klingende Gesetz zum Heizungsaustausch hat in Wahrheit eine soziale Ausrichtung. Vielleicht geht es auch darum in der Kritik. Denn noch immer wohnen gerade Menschen mit geringerem Einkommen in älteren Gebäuden mit schlechtem energetischen Standort und alten fossilen Heizungen. Diese Menschen dürfen wir nicht in der Kostenfalle sitzen lassen. Dafür bedarf es endlich einer gesetzlichen Regelung. Wir vernachlässigen auch die Sorgen derjenigen nicht, die im Umstieg eine ernstzunehmende finanzielle Belastung sehen. Darunter auch zahlreiche Vermieterinnen, Vermieter und EigenheimbesitzerInnen. Gegen die Überlastung werden wir den Prozess für all diese Gruppen mit ausreichenden Mitteln für Förderprogramme sozial flankieren. Mein Appell an Sie hier im Saal: Führen wir eine ehrliche Debatte, frei von Parteiideologie und Polemik, losgelöst von Lobbyinteressen und geleitet vom gemeinsamen Interesse, unser Land in die Energieunabhängigkeit zu führen. Sie kennen die Ursache: für mehr Wohlstand für unsere Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Denn der Umstieg auf das Heizen mit Erneuerbaren birgt Potenzial für heimische Wertschöpfung und vor allem eine verlässliche Regulierung verhindert Fehlinvestitionen und gibt der Branche die dringend benötigte Planungs- und Investitionssicherheit. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist für die Fraktion Die Linke Bernd Rixinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, seit ein Referentenentwurf zur Regulierung von Öl- und Gasheizungen an die Medien durchgestochen wurde, gehen die Gemüter hoch. Die Bild-Zeitung macht sogar eine Kampagne unter der Überschrift Habecks Wohnhammer kostet uns 1.000 Milliarden Euro. Dass sich die CDU-CSU versucht, mit einer Aktuellen Stunde draufzusetzen, um aus der Stimmungsmache einige Stimmen abzukriegen, ist wenig verwunderlich. Warum gerade jetzt die ganze Aufregung? Im Koalitionsvertrag war die Regelung bereits angekündigt und im Koalitionsausschuss im Frühjahr letzten Jahres ist doch eindeutig vereinbart, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das stand fest. Der Sachverhalt ist also längst bekannt und keine Überraschung. Überraschend und fahrlässig ist, dass bis heute kein klares und durchgerechnetes Konzept von Robert Habeck vorliegt, geschweige denn ein fertiges Gesetz. Wer als Haus- oder Wohnungsbesitzer befürchten muss, dass die alte Heizung streikt, weiß 9 Monate vorher nicht, was eigentlich auf ihn zukommt. Das ist nicht in Ordnung und stiftet Verwirrung, meine Damen und Herren. Tatsache ist, wir können uns ein Weiter-so beim Thema Heizen nicht leisten. 30% der CO2-Emissionen werden im Gebäudesektor verursacht. Der Gebäudesektor droht, seine Klimaziele weiterhin krachend zu verfehlen. Die CDU will die geplante und dringend nötige Regulierung nicht. Was will sie eigentlich stattdessen? Irgendwie werden es die Einwohnerinnen und der Markt schon richten. Wie weit Sie damit kommen, zeigt die Realität.
Bisher liegen wir lediglich bei einem regenerativen Energieanteil von rund 16% bei der Wärmeerzeugung. Wenn Sie in diesem Tempo weitermachen, wird es nichts mit der Wärmewende. Wir brauchen Regulierung und vor allen Dingen muss sie sozial sein. Für uns als Linke ist klar, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen. Eine Wärmewende darf auf keinen Fall zulasten der Mieterinnen und Mieter gehen. Sie müssen ohnehin schon einen unverschämt hohen Teil ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Rund 58% der Bevölkerung lebt zur Miete. Wenn diese Mehrheit durch Einbau von Wärmepumpen und Solaranlagen nicht noch mehr belastet werden soll, dann muss klar sein, Mieterhöhungen nach Sanierungen dürfen nicht höher sein als die eingesparten Energiekosten. Wir wollen ein günstiges Grundkontingent an Energie für alle. Alles, was über den durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer. Damit werden sozial gerechte Anreize zum Energiesparen gesetzt. Es ist nicht die unteren oder die mittleren Einkommensgruppen, die am meisten Energie verbrauchen. Es sind die Menschen mit den höchsten Einkommen. Da trauen Sie sich aber nicht dran. Eine sozialökologische Wärmewende muss gesamtgesellschaftlich geplant und politisch gestaltet werden. Hierzu gehört vor allem eine umfassende kommunale Wärmeplanung. Das Potenzial von Sektorkopplung und Fernwärmenetzen ist noch lange nicht ausgeschöpft. Kommunen, Haus- und Wohnungsbesitzer müssen bei der Umstellung zum klimaneutralen Heizen organisatorisch und finanziell unterstützt werden. Die Bundesregierung darf die privaten Haushalte nicht im Stich lassen. Sie muss bürokratiearme Kredit- und Förderprogramme auflegen und die bestehenden nachbessern. Die wichtigen Fragen sind außerdem, wie kann der Hochlauf für die Produktion von Wärmepumpen und alternativen Heizungen organisiert werden? Wie können ausreichend Fachkräfte gewonnen, umgeschult und ausgebildet werden? Dazu braucht es eine aktive Arbeitsmarktpolitik und vor allem eine Aus- und Weiterbildungsoffensive. Bei den Investitionen muss geglotzt und darf nicht gekleckert werden. Da müssen SPD und Grüne mit dem Kassenwächter Christian Lindner ein ernstes Wort reden, wenn es nicht bei hehren Ankündigungen bleiben will. Wer wie die CDU von der Freiheit der mündigen Bürger redet, bringt einiges durcheinander. Es ist doch die Klimakatastrophe. Es sind doch hohe Energie- und Mietkosten. Es ist doch die Jagd nach Höchstprofiten der Energiekonzerne, die die Freiheit der meisten Menschen bedrohen. Und die Ampel hat offensichtlich kein ausreichendes Konzept und vor allen Dingen auch kein gemeinsames. Egal, ob bei Gebäuden oder Verkehr, ist die Bilanz die gleiche. Klimaziele deutlich verfehlt. Herr Kollege, ich bin fertig. Das muss geändert werden. Das ist wirklich gut. Einen sinnvollen Beitrag das der wäre CDU, auch vor dazu kann ich nicht erkennen. Michael Kruse hat das Wort für die FDP-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freiheit statt Verbote. Erst dachte ich, die Union sucht noch nach einem Titelvorschlag für unseren nächsten Bundesparteitag. Ich kann Sie beruhigen, wir haben schon einen Titel für den nächsten Bundesparteitag. Gar kein Problem. Selbstverständlich triggert uns als Partei der Freiheit es in besonderem Maße, wenn die Freiheit hier sogar im Titel der Aktuellen Stunde auftaucht. Was wir allerdings mit Freiheit meinen, ist natürlich die Freiheit zur Verantwortung, nicht die Freiheit von Verantwortung. Und diese Freiheit und diese Verantwortung, vor allem die Verantwortung, die sich aus der Freiheit ableitet, die tragen wir als Partei der Freiheit natürlich, aber in Wahrheit tragen wir sie als Volksvertreterinnen und Volksvertreter hier im Raum ja alle. Und dieses Verantwortungsgefühl, das hat uns vor 1,5 Jahren eben auch in die Regierung geführt. Und das hat auch viel damit zu tun, dass mit Ihnen, liebe Kolleginnen von der Union,
vor 1,5 Jahren kein Staat zu machen war. Und deswegen muss ich auch als erstes feststellen, dass wer die Freiheit so interpretiert, dass es ist, die Freiheit, sich in die Büsche zu schlagen und Freiheit, eben keine Verantwortung in diesem Land mehr zu übernehmen, der hat die Freiheit nicht verstanden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für uns ist diese Freiheit Selbstverpflichtung, denn sie erklärt, dass die Gesellschaft, der Staat, auch die Wirtschaft auf dem Einzelnen, seinen Befähigungen, seiner Entscheidungsautonomie und seinem Freiraum basiert. Und deswegen fühlen wir uns diesen Werten auch ganz besonders verpflichtet. Und in dieser Debatte geht es ja jetzt um Heizung und um die Frage, wie wir unsere ambitionierten Klimaschutzziele erreichen. Und jetzt haben Sie sich ja in den letzten 16 Jahren jetzt die Freiheit genommen, in dem Bereich ganz wenig zu machen. Das ist formal nicht verboten, aber es war jetzt auch nicht gerade hilfreich für den Klimaschutz. Und deswegen müssen wir, die wir jetzt die Regierung stellen, in diesem Bereich entsprechend mehr tun. Und wir haben uns auf sehr viele kluge Maßnahmen, wie ich finde, verständigt. Und das ist insbesondere die Treibhausgasemissionen in den Mittelpunkt zu nehmen. Das ist das wichtigste Ziel. Es wird auch an vielen Stellen in unseren gemeinsamen Vertragswerken deutlich. Und deswegen haben wir gerade heute auch noch mal den Vorschlag unterbreitet, dass wir bereits beginnend mit dem nächsten Jahr über alle Branchen und über alle Bereiche mit einem Emissionshandel starten. Das ist das effektivste Instrument, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und wir laden Sie alle herzlich ein, mit daran zu überlegen, wie wir diesen Emissionshandel noch schneller umsetzen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass wir uns auf die Hauptziele konzentrieren, wird ja auch im Koalitionsvertrag deutlich. Denn auch dort steht ja nicht nur ein Prozentwert für die Heizungen der Zukunft, sondern da steht ja vor allem auch, dass wir uns auf die Treibhausgasemissionen konzentrieren wollen, auf die effektive Reduktion. Und das heißt auch, man kann auch andere Wege gehen. Das erste ist, dass wir über die Innovationsklausel auch Dämmkonzepte ermöglichen. Das zweite ist, dass wir selbstverständlich auch offen sind für die Beimischung von Wasserstoff in den Gasnetzen. Es ist heute schon technisch möglich. 10% ist gar kein Problem. 20% ist in den Netzen auch kein Problem. An 30% wird gerade gearbeitet. Die Heizungsbauer arbeiten daran, 100% Wasserstoff verbrennen zu können. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, das Ziel in den Blick zu nehmen und sich nicht nur in einen einzigen Weg zu verlieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau das werden wir jetzt mit klugen Gesetzespaketen eben auch sicherstellen. Diese klugen Gesetzespakete sind ja teilweise der Öffentlichkeit in Entwürfen schon bekannt geworden und sie haben wesentliche Zielstellungen. Ich nenne sie noch mal. Das erste Ziel ist, die Wohnkosten in diesem Land dürfen nicht weiter explodieren. Sie sind schon viel zu hoch. Das zweite Ziel ist, wir wollen weiterhin technologieoffen sein und wir wollen auch bestehende Technologien weiterentwickeln. Denn so viel sei gesagt, selbst wenn man jetzt der Meinung wäre, man müsste Gasheizungen verbieten, wir als Freie Demokraten sind dieser Meinung nicht, aber selbst wenn man der Meinung wäre, müsste man zumindest betrachten, dass ja ganz viele noch ganz lange solche haben und dass auch in diesem Bereich schnell Emissionsminderungen notwendig sind. Deswegen ist es weiterhin wichtig, technologieoffen zu sein und auch im Bestand zu optimieren. Und das Dritte ist, dass wir darüber natürlich unsere Klimaziele erreichen. Das betrifft eben nicht nur den Gebäudebereich, sondern alle Bereiche. Und deswegen sind wir der Meinung, diese drei Ziele sind die großen Ziele, die wir erreichen wollen. Und mit den Gesetzesentwürfen, die jetzt auf den Weg gehen, wollen wir genau diese Ziele erreichen. Wenn das die Gesetzentwürfe des Wirtschaftsministeriums schon sicherstellen würden, wäre es gut. Da sie das noch nicht tun, nehmen wir uns die Freiheit, an dieser Stelle noch zu optimieren. Denn wir kommen an dieser Stelle ganz sicher auch ohne Verbote aus. Genau das, was wir uns also auch vorgenommen haben als Koalition, werden wir an dieser Stelle auch erreichen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Dr. Anja Weisgerber hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, der Schweizer Philosoph Amiel hat einmal gesagt, gesunder Menschenverstand ist der Maßstab des Möglichen. Mit Ihren Initiativen zum Heizungsverbot, zum Werbeverbot für Süßigkeiten und Ihrem Zickzackkurs zum Verbot des Verbrennungsmotors hat die Ampel eines bewiesen. Der Maßstab des Möglichen ist Ihnen vollkommen abhanden gekommen und mit gesundem Menschenverstand hat das,
was Sie fabrizieren, überhaupt nichts mehr zu tun. Fest steht, wir alle wollen die Klimaschutzziele erreichen. Wir alle wollen unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Wir alle wollen den nachfolgenden Generationen einen intakten Planeten hinterlassen. Aber über den Weg dahin müssen wir intensiv diskutieren. Wenn wir die Menschen verlieren, dann schaden wir der Gesellschaft und dem Klima. Wir befinden uns jetzt an einer entscheidenden Weggabelung. Gehen wir den Weg der Verbote, der Gängelung und des Verzichts, oder gehen wir den Weg der Technologieoffenheit, der Anreize und der Freiheit? Die Ampel scheint den Weg der Verbote zu favorisieren. Und die Kosten, die wachsen den Menschen doch über den Kopf. Ich kann Ihnen nur sagen, das werden wir bekämpfen. Das ist der falsche Weg, und er endet in der Sackgasse. Bei komplexen Themen wie beispielsweise der Zukunft der Verbrennertechnologie ist ein Verbot absolut nicht geeignet, weil es technologische Entwicklungen abwürgt, weil es Arbeitsplätze gefährdet und unter Umständen global sogar zu weniger Klimaschutz führt. Denn wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen wollen im Sektor Verkehr, dann müssen wir alle Optionen ziehen. Und das sind neben der Elektromobilität, dem ÖPNV und dem Carsharing eben auch die synthetischen Kraftstoffe. Und zur Wahrheit gehört auch, in der Pkw-Bestandsflotte können wir die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn eben auch synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe verwendet werden. Beides lehnen die Grünen und die SPD aber ab. Und das passt absolut nicht zusammen. Daher ist es richtig, dass die FDP in diesem Punkt nun Lösungen von der EU-Kommission einfordert und dass wir in diesem Bereich technologieoffen bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der FDP-Bundesminister Wissing ist zwar viel zu spät aufgewacht und viel zu spät tätig geworden, aber Sie haben uns an Ihrer Seite, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den bevorstehenden Verhandlungen mit der EU-Kommission. Laut einer Forsa-Umfrage aus der ersten Märzwoche lehnen mehr als zwei Drittel der Deutschen das Verbrennungsmotorverbot ab 2035 in der EU ab. Mit Verboten in diesem Bereich verspielen Sie die Akzeptanz für den Klimaschutz. Liebe Grüne, das zeigt doch, dass Sie völlig an den Menschen vorbei regieren. Hinzu kommt Folgendes: Wenn Sie überall auf Strom umsteigen, all electric, im Bereich Wärmepumpen, im Bereich Elektromobilität, dann brauchen Sie auch genug CO2-neutralen Strom. Und was machen Sie? Biomasse bremsen Sie aus, die kleine Wasserkraft wollten Sie den Garaus machen, die Potenziale der Sonnenenergie nutzen Sie nicht so, wie Sie es könnten, und die Kernenergie nutzen Sie nur bis zum 15. April diesen Jahres und nicht bis zum Ende der Krise. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das passt überhaupt nicht zusammen. Selbst wenn Deutschland den Individualverkehr vollständig auf Elektromobilität umstellt, dann wird es beispielsweise im Rest von Europa nur schwer umsetzbar sein. Denken Sie an den dann nötigen Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Stromnetze und den ebenfalls notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und im globalen Maßstab sieht es noch düsterer aus. Glauben Sie wirklich, dass die Menschen in Afrika, Südostasien und Lateinamerika bis zur Mitte des Jahrhunderts die Kaufkraft haben, sich in teuren Elektroautos fortzubewegen? Das wird eben nicht so kommen. Deutschland kann und muss seinen Klimaschutzbeitrag als Exportnation anders denken und gestalten, als es die Ampel vorschlägt. Die Produktion von synthetischen Kraftstoffen kann auch eine Chance für die Wirtschaft sein. Die für die synthetischen Kraftstoffe erforderlichen Elektrolyseure, die müssten wir doch produzieren, und die müssten doch von Deutschland in die Welt geliefert werden. Wir kommen dem Pfad der Klimaneutralität nur näher, wenn wir uns am Möglichen orientieren, die Menschen mitnehmen, Politik mit gesundem Menschenverstand betreiben. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das liegt Ihnen vollkommen fern. Vielen Dank.
Die Kollegin Isabel Kadamatori hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über Freiheit und ich freue mich, als die traditionsreichste und älteste Freiheitspartei, die damit begann, der Arbeiterklasse aus der Unterdrückung zu befreien, die Frauen an die Urnen zu bringen und jetzt Bürgerrechte für eine vielfältige und diverse Gesellschaft durchsetzt, glaube ich, sind wir Experten zum Thema Freiheit. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sind unsere Grundwerte im Hamburger Programm. Wir wissen aber auch, dass Freiheit nur in Verantwortung existieren kann und Freiheit auch materielle Komponente hat. Denn nämlich, wer die notwendigen Ressourcen, die finanzielle Freiheit nicht hat, seine Rechte wahrzunehmen, dem nützen Rechte auf dem Papier auch nicht viel. Und dasselbe gilt natürlich für die materiellen Grenzen unseres Planeten. Da gibt es emissionsbedingte Grenzen, die wir einhalten müssen. Und wir sind uns ja alle einig, das haben alle, naja, außer natürlich die ganz Verblendeten, heute bestätigt, dass uns Klimaschutz wichtig ist, dass wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Und das heißt auch, CO2-Reduktion voranzubringen. Also wie schaffen wir es, diese materiellen Grenzen zu respektieren und die Freiheit zu bewahren? Und das insbesondere im Mobilitätssektor. Mobilität ist schon immer ein großer Ausdruck von Freiheit und auch von Wohlstand. Und es ist ein Fortschritt, dass wir vielen Menschen Mobilität ermöglicht haben. Es ist sozusagen ein großes Freiheitsprojekt. Und das größte Freiheitsprojekt der letzten Monate in Sachen mehr Mobilität ermöglichen, hat die Union vehement bekämpft, nämlich das 9-Euro-Ticket. Also kein Projekt hat so vielen Menschen auf einmal so viel mehr Freiheit durch mehr Mobilität in den letzten Jahren ermöglicht. Und Sie haben es konsequent schlecht geredet und verweigern sich jetzt auch der Anschlusslösung, dem 49-Euro-Ticket, was wir aber auch ohne Sie diese Woche auf den Weg bringen werden. Aber kommen wir zum Verbrennungsmotor und den klimaneutralen Kraftstoffen. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie faktenwidrig man hier argumentieren kann, sagen kann, eine All-Electric-Strategie scheitert daran, dass zu wenig Strom ist, dann aber für Wasserstoff plädiert, was einfach die fünffache Menge an Strom bedarf für die Herstellung. Das muss auch noch mal gesagt werden. Wer setzt denn auf E-Fuels für die Zukunft der Automobilindustrie? Das ist vor allem ein Autohersteller. Mir bekannt ist nämlich Porsche. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass es hier vor allem um die Freiheit, Verbrennungsmotor zu fahren, für die ganz Reichen geht und nicht so sehr für die Breite. Ihr Interesse ist nicht der Kampf für die Freiheit für alle, sondern für die ganz Wohlhabenden. Denn, nochmal zu erklären, wir haben zurzeit keine nennenswerten Mengen an E-Fuels vorhanden. Wir werden noch ganz, ganz viele Jahre knappe Mengen an E-Fuels haben. Laut Berechnung der Industrie, das sind nicht meine Berechnungen, sondern die der Automobilindustrie, werden wir höchstens in den besten Szenarien 20% des gesamten Verkehrssektors mit E-Fuels versorgen können. Und es stimmt auch nicht, was Sie gesagt haben, dass die Sozialdemokraten gegen den Einsatz von E-Fuels in der Bestandsflotte sind. Das ist ausdrücklich nicht wahr. Wir sind für die Zulassung von E-Fuels. Wir glauben auch, dass sie notwendig sein werden, um die ganzen Antriebe, die nicht elektrifizierbar sind, klimaneutral betreiben zu können und natürlich auch für die Bestandsfahrzeuge. Und jetzt komme ich noch mal zurück auf Porsche. Die stellen momentan in Chile E-Fuels her, in einem kleinen Modellprojekt, was sie skalieren wollen, und gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren der Preis 10 Euro pro Liter sein wird. Okay. Und mahnen schon mal an, wir sollen uns mal Gedanken über Subventionen machen oder ob wir die Kraftstoffpreise für die anderen Kraftstoffe so anheben können, dass E-Fuels konkurrenzfähig sind. Also im schlimmsten Fall führt die Mehrfreiheit durch E-Fuels dazu, dass Kraftstoffe für alle teurer werden. Das wäre natürlich ganz toll. Die andere Alternative ist, Sie wollen Fahrzeuge, die mit E-Fuels, nur mit E-Fuels betrieben werden, also nicht Beimischungsprodukte, sondern klimaneutral. Das heißt, dass diese geringen Mengen an E-Fuels, die für den Straßenverkehr überhaupt in Frage kommen, dann im Grunde genommen für einen sehr hohen Preis in sehr teure Autos fließen, damit Porsche-Fahrer mit ihrem Porsche 911 über die Autobahn heizen können. Wir könnten aber dieselben Mengen nehmen
und sie in die bestehenden Kraftstoffe beimischen, neben auch Biokraftstoffe beimischen und so der Breite der Autobesitzer, der Besitzenden, die Möglichkeit geben, ihre Fahrverhalten mit weniger Emissionen weiter betreiben zu können und so die Bestandsflotte dekarbonisieren. Aber wir müssen uns schon entscheiden, weil die Mengen knapp sind. Und deswegen bedeutet die Freiheit, den Verbrennungsmotor auch nach 2035 zuzulassen, dass die knappen Mengen an Wasserstoffen in der Industrie fehlen, wo gar keine Alternative Frau Kollegin? Ist. Und die Freiheit für die Menschen, dann sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Insofern Frau Kollegin? Ist es sinnvoll, da die Sachen einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Ich wollte nur sagen, dass Ihre Zeit um ist. Für alles zu sorgen. Vielen Dank. Der Kollege Kasim Taher Saleh hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in spätestens 22 Jahren bis 2045 müssen wir in Deutschland klimaneutral sein. Das ist verdammt wenig Zeit, und deswegen bin ich trotz dieser unsachlichen Debatte der letzten zwei Wochen froh darüber, dass wir die Debatte über die Wärmewende hier jetzt debattieren. Ich bringe mal die Debatte auf eine sachliche Ebene. Leider häschelt der Gebäudesektor, geschwächt von der Unionspolitik der Vergangenheit, unseren Klimazielen hinterher. Diese Wärmewende ist kein Nischenthema. Mit der Wärmewende steht und fällt, ob wir in den nächsten 22 Jahren unsere Klimaziele im Gebäudesektor erreichen oder nicht. Der Titel der Aktuellen Stunde lautet Freiheit statt Verbote. Welche Freiheit meinen Sie genau, liebe Union? Was bedeutet Freiheit zu Zeiten von Klimawandel, fossilen endlichen Energien und die Abhängigkeit von autoritären Regimen? Wie frei sind wir in 22 Jahren, wenn wir unsere Klimaziele verfehlen? Wie frei sind wir, wenn wir die Klimakatastrophe und so schädigt, dass wir unter Wassermangel leiden? Oder wie frei sind wir, wenn uns der Hitzekollaps in diesem Land droht? Fossile Heizungen versprechen uns keine Freiheit. Im Gegenteil. Und seien Sie ehrlich mit den Menschen da draußen. Zur Wahrheit gehört auch, dass es einen Grund dafür gibt, warum viele von Ihnen sich aus Bequemlichkeit gerade so an der Vergangenheit klammern. Ihnen flüstern milliardenschwere Ölkonzerne in dem Ohr. In der Presse wird dann daraus gemacht, ich zitiere, Verschrottungsorgie mit der Brechstange in den Heizungskeller oder grüne Fantasienwelt. Vielleicht sollten wir uns auch mal über Ihre Vorstellung reden, über Ihre Zitate, über Ihre Schlagzeilen. Fossile Horrorwelten, darüber können wir auch mal reden. Fakt ist auch, meine Damen und Herren, Fakt ist auch, die Union ist in ihrer Funktion als Bremsklötze für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt in dieser Nation viel zu schade. Meckern kann jeder. Uns Bündnis Grün wieder als Verbotspartei darzustellen, ist so langweilig. Lassen Sie sich endlich mal was anderes einfallen. Ich frage mich vielmehr, das hat man in den letzten Debatten von der Union auch gehört, welche Vorschläge haben Sie? Ich höre immer nur Technologieoffenheit. Was genau soll das sein? Nicht existierende E-Fuels? Wasserstoff, was wir dringend für den CO2-neutralen Industriesektor brauchen? Meine Damen und Herren, seien Sie mal ehrlich mit sich selbst. Oder zaubern Sie in den nächsten 22 Jahren eine Kernfusionsheizungsanlage aus dem Hut? Was wir jetzt brauchen, ist Planungssicherheit. Planungssicherheit für die Menschen da draußen, Planungssicherheit für die Industrie, Planungssicherheit für die Heizungsindustrie, dass sie ihre Kapazitäten für Technologien aufbauen kann, die heute gut funktionieren und in Millionen von Häusern auch bereits eingebaut sind. Die Heizungsindustrie ist bereit für diesen Wandel, der mit allen Parteien aus der Ampel vereinbart ist. Geiwitz, Habeck, Lindner. Mit ihrer Panikmache machen sie diese Planungssicherheit zunichte.
für die Industrie und für die Menschen da draußen. Wir Bündnisgrüne, meine Damen und Herren, wir Bündnisgrüne stehen für eine soziale und pragmatische Wärmewende. Wir planen mit mehrjährigen Übergangsfristen und Härtefallregelungen. Niemand, der oder die ein Eigenheim besitzt, muss seine funktionierende Öl- oder Gasheizung verschrotten. Stattdessen wird gleichzeitig zum Heizungsumschwung ein Förderpaket geschnürt, das vor allem Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugutekommt. Und wenn selbst das bei Oma Emma nicht ankommt, um ihre klimafreundliche Heizung zu sanieren, können die Behörden auf Härtefallregelungen zurückgreifen. Wir lassen die Menschen nicht alleine. Klar ist, meine Damen und Herren, dafür müssen wir auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen. Wie sozial diese Wärmewende am Ende ausfällt, liegt deshalb auch in den Händen des Finanzministers, Herr Brandner. Hören Sie mal zu, des Finanzministers. Er ist der Finanzminister und dementsprechend auch der Herr über unseren Haushalt. Und Herr Kollege, in Ihren Händen liegt es jetzt, die Rede zu beenden, denn die Redezeit ist um. Frau Präsidentin, einen letzten Satz. Wir stehen nämlich an einem Scheideweg. Ab dem nächsten Jahr entscheidet sich, ob der Heizungssteller ihre Klimaziele erreicht oder nicht. Wir haben das Zeichen der Zeit längst erkannt und übernehmen jetzt dafür Verantwortung. Vielen Dank. Christina Stump hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einer Reihe von Verboten kommt das jüngste Projekt aus dem Haus des Bundeslandwirtschaftsministers und heißt Kinderlebensmittelwerbegesetz. Es offenbart die Fantasiewelt der Grünen. Herzlichen Glückwunsch, Sie werden Ihrem Ruf als Verbotspartei Nummer 1 mal wieder vollends gerecht. Ich bin selbst Mutter und für eine Mutter gibt es, glaube ich, nichts Wertvolleres wie die Gesundheit des eigenen Kindes. Mütter und Väter sind diejenigen, die an der ersten Stelle für die Prägung ihrer Kinder verantwortlich sind. Das betrifft alle Bereiche des Aufwachsens. Dazu gehört ganz besonders auch das Vorleben gemeinsam eingenommener Mahlzeit mit einer ausgewogenen Lebensmittelauswahl. Klar ist, Übergewicht von Kindern hat viele Ursachen. Klar ist deshalb auch, dass es ganz sicher nicht allein mit einem Werbeverbot zu bekämpfen ist. Wir als Eltern sind in der Verantwortung, genauso wie Lehrer und Erzieher, unseren Kindern Kompetenzen zu vermitteln. Und nun die Frage an Sie: Werden unsere Kinder durch ein Werbeverbot kompetent im Umgang mit Lebensmitteln und in der Frage, wie man sich gesund ernährt? Sicherlich nicht. Aufklärung heißt das Zauberwort, meine Damen und Herren, und nicht Bevormundung. Gesetze und Ordnungsrecht können immer nur das letzte Mittel der Wahl sein. Wir müssen eine Bewusstseinsveränderung bei jungen Menschen schaffen. Nicht durch den erhobenen Zeigefinger und Verbote, sondern durch ganz konkrete Ernährungsbildung. Anstatt das Rad neu zu erfinden, würde sich Herr Minister Özdemir einen Blick auf die unionsgeführten Landwirtschaftsministerien in Baden-Württemberg und Bayern sehr lohnen. Schon seit Jahren setzt man hier auf Ernährungsbildung und Bewegung. Hier weiß man, mit dem Thema Ernährung umzugehen, und das ganz ohne Verbote. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, welche weitreichenden Folgen Ihr Werbegesetz haben wird? Diese schießen mit weitem über das Ziel hinaus. Weder betrifft das Verbot ausschließlich an kindergerichtete Werbung, noch geht es nur um Süßigkeiten oder Snacks. Nein, nach dem von Ihnen als Maßstab angelegten Nährwertprofil der WHO dürfen auch viele gemeinhin als gesund geltenden Milchprodukte wie Käse, Quark und Joghurt nicht mehr beworben werden. Zwieback, Knäckebrot und Vollkornbrot, das nur 0,1 Gramm zu viel Salz enthält, scheiden von der Bewerbung zukünftig aus. Die Verbannung derartiger Kommunikation aus sämtlichen Medien bis hin zum Internet zwischen 6 und 23 Uhr zeigt, wie pauschal und wenig treffsicher hier Ihr Ansatz ist.
Dabei geht es ihnen nicht mehr um die Kinder. Es ist Erziehung von Erwachsenen in übergreifender Weise. Und das ist einfach nicht zielführend. Auch Influencer müssen demnächst strenge Diät halten, weil das unbezahlte Naschen vor der Kamera als verboten zu beanstanden wäre. Davon abgesehen, wie wollen Sie das eigentlich kontrollieren? Im Netz gibt es ja keine Uhrzeiten, Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit sich einschalten. Des Weiteren ist im Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kitas und Spielplätzen zukünftig keine Werbung für bestimmte fett- und zuckerhaltige Produkte mehr erlaubt. Wenn Sie meinen, damit würde die Schlange beim Bäcker oder beim Dönerladen bei der Schule ums Eck kürzer werden, dann täuschen Sie sich erheblich. Wenn unsere Kinder gesund groß werden sollen, dann gehört dazu nicht nur die Kompetenz über eine ausgewogene Ernährung, sondern vor allem viel Bewegung. Hier werden die Sportvereine zukünftig ebenfalls Probleme bekommen, da auch das Sponsoring von Jugendmannschaften künftig nicht mehr zulässig sein wird. Seien Sie so ehrlich und sagen Sie das den Menschen, wenn Sie mit dem Schutz des Kinderwohls argumentieren, dann legen Sie Ihre Verbotsliste ganz konkret offen. Anstatt auf verklausulierte Nährwerttabellen im Gesetzesanhängen zu verweisen, stehen Sie zu Ihren Bevormundungsplänen und stehen Sie dazu, was Sie denn auch vorhaben. Meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass der übermäßige Verzehr von zu viel Zucker oder zu viel Fett gesundheitsschädliche Folgen haben kann. Achtsam essen und genießen, das ist die 9. der 10 Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Genießen, das scheint nach der grünen Ernährungsideologie offenbar nicht mehr gewollt zu sein. Und zum Schluss etwas, das mich wirklich umtreibt und den ganzen Irrsinn dieses Vorhabens offenbart. Kindern und Jugendlichen traut die Ampel nicht mehr zu, eigenverantwortlich zu entscheiden, was sie essen. Aber Cannabis zu legalisieren und hier nicht die gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums im Blick zu haben, das ist das Sinnbild für grün-ökologischen Widerspruch. Die Kollegin Judith Skudelny hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich wahnsinnig über das Thema Aktuelle Stunde, Freiheit statt Verbote, den mündigen Bürger stärken, weil es mir Gelegenheit gibt, über mein Lieblingsthema zu sprechen, das Verbrennerverbot. Es hat sich mittlerweile in Deutschland rumgesprochen, die EU plant als den Verbot des Verbrennungsmotors ab 2035, weil sie Klimaneutralität möchte. Das Ziel, da sind wir uns alle einig, wir brauchen Klimaneutralität, wir wollen Klimaschutz machen. Das Einzige, wo wir eine unterschiedliche Ansicht haben, ist, ob wirklich der Verbrennungsmotor an sich das Thema ist. Und da haben die Freien Demokraten eine Lösung. Der Verbrennungsmotor ist nur so klimaschädlich wie das Zeug, das man reinstrittet. Und würden wir klimaneutrale E-Fuels zulassen, könnten wir den Verbrennungsmotor klimaneutral, klimafreundlich weiter nutzen. Das ist viel besser als Verbote. Bieten wir den Menschen noch eine klimaneutrale Alternative. Ich möchte Ihnen noch weitere Argumente geben. Die Infrastruktur dafür wäre ja schon vorhanden. E-Mobilität ist dort super sinnvoll, wo alles eng beieinander ist. In den Städten ist die Infrastruktur, liegen die Stromleitungen, da ist alles schon vorhanden. Für Menschen, die im städtischen Raum wohnen, ist es überhaupt gar kein Problem. Im ländlichen Raum muss die Infrastruktur noch deutlich ausgebaut werden. Und wenn Sie schauen, wo und wie viele E-Tankstellen wir haben, sehen Sie, dass wir noch gewaltige Aufgaben vor uns haben. Insbesondere die Menschen in infrastrukturschwachen Gebieten haben deswegen Sorge, dass wir mit dieser Politik, die die EU plant, die individuelle Mobilität einschränken. Mit den E-Fuels ermöglichen wir individuelle Mobilität überall in Europa. Lassen Sie uns doch die Ermöglichung in Angriff nehmen. Und das dritte Grund, der ist mindestens genauso wichtig, das ist nämlich die Diversifizierung der Energieversorgung. Wir haben gesehen, wenn wir uns von einem Land wie beispielsweise Russland abhängig machen, dann laufen wir vielleicht in eine Sackgasse. Und jetzt ist es richtig, Strom können wir in Deutschland produzieren, Wasserstoff können wir importieren. Viel leichter ist es aber, E-Fuels zu importieren, weil wir auch hier die Infrastruktur haben. E-Fuels ist ja nichts anderes als beispielsweise aus erneuerbaren Energieformen wie Wind und Solar ein
richtig gut speicherbares Medium zu machen. Wir können damit von Diktatoren wie in Saudi-Arabien oder Russland wegkommen zu Staaten, die im Aufbau sind, wie beispielsweise in Südamerika und Afrika. Die Diversifizierung ist eines der großen Dinge, die wir ermöglichen möchten. Wir haben CETA ratifiziert, wir wollen weiter diversifizieren. Machen wir das doch möglich mit erneuerbaren Kraftstoffen. Am 20. November letzten Jahres habe ich ja eine Rede gehalten, da ging es genau um die Ermöglichung von E-Fuels, da ging es darum, das Verbot des Verbrennungsmotors zu vermeiden. Da habe ich gesagt, wir haben geschafft, eine kleine Katzenklappe zu öffnen. Wir haben in den europäischen Verträgen ein Amendment, einen Erwägungsgrund reingemacht, wo wir gesagt haben, bitte, liebe EU, prüft doch, wie wir ab 2035 Verbrennungsmotoren, Autos mit Verbrennungsmotoren, die klimaneutral nur betrieben werden können, weiter verkaufen dürfen, weiter den Menschen anbieten dürfen. Und das war keine Katzenklappe, die wir eröffnet haben. Mittlerweile, meine Damen und Herren, freue ich mich, hier sagen zu können, wir haben es geschafft, daraus eine Boxentür zu machen. Mit massivem Einfluss, mit massivem gemeinsamen Wirken, auch mit unserem Verkehrsminister, mit dem Finanzministerium, mit der FDP-Fraktion und mit der Ampel, haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir jetzt zum ersten Mal die EU-Kommission dazu bewegen, sich wirklich Gedanken zu machen. Wie können wir einen klimaneutralen Verbrennungsmotor zulassen? Und parallel dazu haben wir in der Ampel beschlossen, klimaneutrale Kraftstoffe sollen schon ab diesem Jahr am besten in Deutschland verkaufbar und erwerbbar sein. Beides wichtige Schritte auf dem Weg der Klimaneutralität. Wir ermöglichen es den Menschen, den Verbrennungsmotor schnellstmöglich klimaneutral zu fahren. Am Ende brauchen wir aber ein Scheunentor. Und das Scheunentor ist tatsächlich die Anrechnung der klimaneutralen Kraftstoffe auf die Flottengrenzwerte. Da müssen wir noch ein bisschen Mobilität, ein bisschen gemeinsame Arbeit und Energie reinstecken. Das Ziel ist es am Ende, den mündigen Bürger die Wahlfreiheit zu lassen. Es wird diejenigen geben, für die die Elektromobilität eine super Alternative ist. Es wird diejenigen geben, die auf Wasserstoff setzen und sagen, ey, das ist für mich die richtige Antwort. Wenn wir aber Ressourcenschonung und die bestehenden Bestandsflotten und auch künftig effiziente Autos mit Verbrennungsmotor klimaneutral fahren wollen, dann müssen wir auch das ermöglichen. Dafür stehen die Freien Demokraten, das haben wir versprochen, und das werden wir auch mit dieser Regierung gemeinsam umsetzen. Esra Limbach hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon der Titel der Aktuellen Stunde wird den wirklichen Herausforderungen dieser Zeit nicht gerecht. Die Union verschweigt, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg auf die deutsche Energiepolitik hat, erklärt nicht, wie die Klimaziele erreicht werden sollen und will dann noch erklären, welche Bürgerinnen und Bürger mündig sind oder nicht. Mein Eindruck ist, hier sollen reale Sorgen benutzt werden, um politische Spiele zu betreiben. Wir machen da nicht mit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das heißt eben nicht, dass man keine berechtigte Kritik zu Gesetzesvorhaben vorbringen darf, sondern meint, in einem ehrlichen demokratischen Diskurs einzusteigen, der die Bürgerinnen und Bürger nicht für dumm verkauft, sondern die realen Sorgen ernst nimmt. Diese Aktuelle Stunde mit dem Namen Freiheit statt Verbote, den mündigen Bürger stärken zu titulieren, wird diesem Anliegen nicht gerecht. Er schafft vielmehr keinen offenen und ehrlichen Diskurs, sondern zieht direkt gesellschaftliche und politische Gräben, wo eben gar keine sind. Abgesehen von dem Titel der Aktuellen Stunde kann man aber das Anliegen dennoch für richtig und wichtig empfinden. Wir müssen tatsächlich über die Herausforderungen, vor denen viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land aktuell stehen, sprechen und über die Parteigrenzen hinweg schnelle Lösungen finden. Und genau das können wir hier machen. Grundsätzlich stimmt der Zweck und die Motivation, den viele mit den Neuregelungen, insbesondere dem Gebäudeenergiegesetz, verfolgen, sind offensichtlich und wohl unstreitig richtig. Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen und in allen Bereichen, um unsere Klimaziele, die wir gemeinsam uns gesetzt haben, bis 2045 zu schaffen. Dazu zählt natürlich auch eine Wärmewende im Gebäudebereich, da hier noch unglaublich viel Potenzial steckt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines muss auch klar sein. Wir müssen aufpassen, dass Neuregelungen keine soziale Schieflage haben. Die
Energiewende darf eben keine Luxuspolitik für Gutverdiener und Besserverdiener in vor allen Dingen Großstädten werden, sondern muss doch immer auch die Lebensrealitäten der vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der vielen Rentnerinnen und Rentner, besonders in den ländlichen Gebieten erfassen. Für sie muss doch auch eine Wärmewende in Zukunft genauso bezahlbar sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wissen Sie, ich bin aus einem eher ländlich geprägten Region, aus einem ländlich geprägten Wahlkreis im Saarland, einem Bundesland mit der höchsten Eigenheimdichte in ganz Deutschland. Nicht mit dem höchsten Einkommen, aber viele sind stolz darauf, sich durch harte Arbeit nach vielen Jahren ein Haus, eine Wohnung erarbeitet und abbezahlt zu haben. Und dort in Saarland habe ich in den letzten Wochen und Tagen haben mich viele kontaktiert mit einer ernstzunehmenden Sorge. Sie fragen sich, kann ich mir mit meinem mühsam aufgebautes und nach langen Jahrzehnten abbezahlten Eigenheim in Zukunft wirklich noch leisten? Was kommt wirklich als nächstes? Und ich finde, genau darum geht es und das müssen wir ernst nehmen. Wir dürfen natürlich nur eine Neuregelung erlassen, die die Lebensrealität auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im ländlichen Raum berücksichtigt und ernst nimmt. Es geht darum, dass wir sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch in Zukunft ihr Zuhause weiterhin leisten können. Dafür setzen wir uns zusammen in der SPD auch ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es lohnt sich, bei den viel diskutierten Vorhaben im Gebäudeenergiebereich genau hinzuschauen, auch eben, um nicht so plump und eindimensional, wie wir das heute von der Union gehört haben, daherzukommen. Und es ist dabei wichtig, klar zwischen Neuregelungen für Neubauten und für Besitzerinnen und Besitzer von Bestandsheizungsanlagen, wie ich finde, zu unterscheiden. Man muss doch wirklich kein Experte sein, um zu wissen, dass Vorgaben, die sich auf Neubauten beziehen, jetzt wirklich sinnvoll sein können. Wenn wir ehrlich sind, setzen viele Bauherren doch heute schon längst bei Neubauten darauf, Wärmepumpen zu installieren. Warum sollte also die Politik hier langsamer als die Realität sein? Die Probleme, die ich sehe und die viele sehe, beziehen sich vielmehr auf die Bestandsgebäude. Und ich finde, darauf sollten wir noch mal genau schauen. Denn eine offene Frage bleibt, was passiert, wenn in bestehenden älteren Gebäuden eine Gas- oder eine Ölheizung in Zukunft kaputt geht? Eigentlich müsste vorher in das ältere Haus, in vielen Fällen müsste das selbst erstmal saniert werden. Wer einfach eine Wärmepumpe in ein unsaniertes Haus einbaut, läuft aktuell Gefahr, das Gerät zu überdimensionieren mit entsprechenden hohen Stromkosten. All das ist ja nicht das, was wir wollen und nicht erreichen wollen. Und hier komme ich zu meinem Ausgangspunkt. Wir dürfen kein Gesetz mit einer sozialen Schieflage in diesem Bereich auf den Weg bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen ist doch klar, Vorgaben für Bestandsgebäude kann es nur dann geben, wenn diese mit einem stärkeren Förderprogramm, flexibleren Zeitrahmen und einer gewissen Technologieoffenheit einhergeht. Bei all den Vorschlägen, die derzeit in Rede stehen, gilt also richtige Motivation, richtige Zielsetzung, aber nur ohne soziale Schieflage, sonst scheitert jede gut gemeinte Idee noch bevor sie umgesetzt ist. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet und wir kommen zu Tagesordnungspunkt.